So, herzlich willkommen zum heutigen Finanztalk. Wir sind im Moment noch ein bisschen dezimiert. Der Vincent kommt gleich hoffentlich wieder zu uns. Bei dem schwächelt nur das Netz, während die liebe Annette sich heute auf den Seychellen ein wenig erholt. Und wir jetzt aber hier gemeinsam eine spannende Stunde verbringen werden. Und ich freue mich ganz riesig, dass wir, wie auch die letzten Male, hier wieder die tolle Truppe von der lieben Dani, vom Louis und vom Vincent und die Annette ist sicher ein Gedanke auch bei uns mit dabei haben. Falls ihr die Experten noch nicht kennt, stelle ich sie euch sehr gerne noch mal kurz vor. Dani ist Wirtschaftsjournalistin, Finanzexpertin, hat einen Finanzblog, Geldfrau und berät vor allem Menschen auch ja, dabei, die Finanzen in die eigenen Hände, vor allem Frauen dabei, Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, souveräner damit umzugehen, auch wirklich keine Angst mehr vor diesem ganzen Ungetüm, was es gar nicht ist, Finanzen zu haben, es in verdaubare Häppchen zu bringen und wirklich damit einfach autarker und selbstständiger zu werden. Ganz in meinem Sinne, darüber freue ich mich sehr. Schön, dass wir dich heute hier wieder dabei haben. Ja, freue mich auch. Vincent ist auch wieder unter uns. Auch wunderbar. Das hat lange gedauert mit dem. Hauptsache, du bist wieder da. Das Vor- und das Nachnamen übrigens ist jetzt erst nochmal Louis dran. Louis Pathos hat mit Nur Bares ist Wahres einen auch sehr, sehr spannenden Blog und hat das Buch zum Thema Hochdividendenwerte und das Buch zum Thema REITs, Real Estate Investment Trusts, geschrieben und sich damit ganz weit vorne am deutschen Markt positioniert und sein Steckenpferd sind Wertpapiere, die Dividenden bringen, mit denen man dann passives Einkommen erzielen kann, weil einmal gekauft ist dann die Arbeit nicht mehr so groß, außer ab und an mal im Depot nachzuschauen. Ich freue mich sehr, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Die Freude ist ganz meinerseits. Und der liebe Vincent, seines Zeichens ebenfalls erfolgreicher Finanzblogger mit Freaky Finance, ist auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren mit dabei und hat an der Börse schon ja einfach selber sehr, sehr viel erlebt, hat das Thema schon früh in die eigenen Hände genommen und gesagt, ich lasse das nicht von irgendeinem anderen für mich regeln, sondern ich möchte das selber einfach im Griff haben und selber dafür sorgen, dass sich mein Geld mehrt und bringt auch unglaublich viel Erfahrung mit in die Runde. Von daher freue ich mich auch sehr, dass auch du wieder mit dabei bist, lieber Vincent. Hallo, danke. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie du am besten zu mehr Geld kommst, das du investieren kannst. Weil um dir ein Vermögen aufzubauen, brauchst du ja irgendwo her Geld. Und die Ausrede, ich kann erst anfangen, mir ein Vermögen aufzubauen, wenn ich noch mehr verdiene oder wenn ich geerbt habe oder wenn ich im Lotto gewonnen habe, gilt nicht. Denn sparen kann tatsächlich jeder. Und letzten Endes ist auch das die ganz, ganz einfache Formel, um Vermögen zu werden. Gebe weniger aus, verdiene gerne auch noch mehr und das Residual, was du an mehr Geld zur Verfügung hast, musst du einfach sinnvoll investieren. Und dann ist finanzielle Freiheit irgendwann nur noch ein Rechenspiel. Und ja, genau mit diesen Basics wollen wir hier heute gerne anfangen. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll, von euch mal zu hören, was eure besten Tipps und Strategien sind, um wirklich zu sparen. Wer mag denn mal anfangen und erzählen, wie er das Thema Sparen angeht, ob er überhaupt spart oder ob es bei euch doch der Lottogewinn war? Dani, magst du anfangen und mal erzählen? Ich dachte, ich lasse das Wort dieses Mal an Louis. Und dann? Das Erste. Das letzte Mal, ich erinnere mich, da bin ich vorgeprescht. Louis, mach du noch mal den Anfang heute. Ja, ich hau natürlich alles für alkoholhaltige Getränke und schnelle Autos raus. Nein, natürlich nicht. Ja, sparen. Ich denke mal, ein ganz wesentlicher Baustein, wo ich auch zugekommen bin, ist halt das Elternhaus. Dass es quasi gewohnheitsmäßig ja, in den Alltag integriert wird und frühzeitig beigebracht wird. Und da hatte ich eben das Glück, dass das bei uns zu Hause tatsächlich so war. Und schon eben ja, immer auf eine Aufteilung, sagen wir mal, für Konsum und Investition, also oder Sparen, Wert gelegt wurde. Und was dann auch dazu geführt hat, dass ich das von Anfang an im Berufsleben oder sobald ich auch selber Geld verdient hatte, so durchgezogen habe. Und das hat übrigens auch schon begonnen als Wehrpflichtiger.
wo wir eben hier knapp 400 Mark im Monat erhalten haben. Da habe ich tatsächlich durchgehend immer geschafft, zumindest 100 Mark beiseite zu legen, um für die Zeit danach eben so einen kleinen Kapitalstock zu haben. Und bei meinen Kindern mache ich das auch so. Und deswegen finde ich auch in dem Fall Bargeld auch ganz wichtig, weil die kriegen ihr Taschengeld wöchentlich in bar ausbezahlt, wovon dann eben ein Drittel in die Spardose wandert und ein und zwei Drittel ins Portemonnaie, wo sie es dann auch zu meinem Leidwesen hemmungslos auf den Kopf hauen können, für was sie wollen. Ja. Aber ja, um das dann eben auch den Umgang dann zu lernen. Aber ganz wichtig ist eben diese physikalische Trennung auch, damit ich es jetzt eben von Kindesbeinen im wahrsten Sinne des Wortes an auch lernen und ja, das als wirklich, wie soll ich sagen, als positive Gewohnheit verinnerlichen. Okay, das heißt Elternhausprägung, das, was du vorgelebt bekommen hast, war für dich sozusagen der Ansporn, das zu übernehmen, für dich zu implementieren und es jetzt auch schon in die nächste Generation weiterzugeben, was einfach von Anfang an klar ist, Gelder, die man hat, sollte man so verwenden, dass man damit sich vielleicht auch mal entweder etwas Größeres kaufen kann oder sie auch wirklich vermehren kann, damit man vielleicht sogar irgendwann in den Genuss kommt, dass die Dividenden davon für einen arbeiten und man vielleicht nur noch die goldenen Eier und nicht mehr die Gans schlachten muss. Ja, genau. Und bei der älteren, also bei der älteren Tochter machen wir das ja auch so. Die legt ja schon an, nicht in Einzelaktien, sondern in einen Fonds, wo wir eben einmal im Jahr dann auch angucken, wenn der Geschäftsbericht rauskommt, in was ist sie denn da überhaupt investiert und was hat er überhaupt bezahlt, dass sie eben auch sieht, dass das, was er zurückgelegt hat, wieder Ertrag bringt. Und dann solche Sachen, wenn ja irgendeine Pharmafirma ist da drin, ich weiß gar nicht mehr welche, aber die stellen zum Beispiel die Tabletten her, die der Opa nimmt und dann hat sie dann immer die Assoziation, okay, wenn der Opa seine Tabletten nimmt, dann verdient sie dann quasi mit. Und das ist ja dann, also dass diese gedanklich diese Kette, diese Verknüpfung da ist, dass das Sparen eben nicht als Leid, sondern als Freude auch ein Stück weit empfunden wird. Und natürlich macht es eine Prägung im Elternhaus leichter, dann auch später nicht in diese hedonistische Tretmühle oder diese Lifestyle-Inflation zu geraten, aber ist natürlich ein Faktor von vielen. Also es klappt natürlich auch, also es ist jetzt nicht unbedingt maßgeblich, aber ich bin jetzt auch kein Freund davon zu sagen, nur weil das Elternhaus so und so war, musste das ja jetzt auch so und so kommen. Also natürlich kann man auch später nochmal die Runde kriegen, aber es macht es natürlich leichter, wenn man Vorbilder hat und Kinder lernen halt nun mal viel am Vorbild, ist zumindest so meine Erfahrung. Ihr verschüttelt den Kopf. Ich sage meiner Mutter, sie soll nicht reinkommen, weil ich hier nicht so leid bin, die gerade hier reinkommen möchte und versucht ihr zu sagen, nein Mama, sie hat mir noch was zu essen gebracht. Aber auch dem habe ich jetzt mal abgewunken. Aber wie war es denn bei euch, Dani und Vincent? Habt ihr zu Hause Vorbilder gehabt, die euch das Sparen schon sehr früh sozusagen in die Wiege gelegt haben? Oder habt ihr Strategien davon unabhängig selbst entwickelt? Und wenn, wie seid ihr auf diese Strategien gekommen? Und dann fände ich es nachher mal spannend. Luis hat schon gesagt, er hat jetzt an seine Kinder weitergegeben, dass ein Drittel einfach mal in den Spartopf kommt. Wie sind denn eure konkreten Strategien, um Geld dem hedonistischen Konsumwahn zu entziehen und es zu vermehren? Okay, dann mache ich mal. Also meine Eltern, also bei uns im Elternhaus ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also Geld spielte im Sozialismus nicht so die Rolle. Aber meine Eltern haben eigentlich nichts, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern was auf Kredit gekauft haben. Mein Vater wollte damals unbedingt einen Wartburg haben, das war eine Nummer größer als ein Trabi. Und auf diesen Wartburg haben sie, den konnte man irgendwie nur nicht auf dem Schwarzmarkt kaufen, aber sowas in der Richtung, also auf dem Zweitmarkt, Schwarzmarkt, den konnte man nicht einfach so bestellen. Und da haben meine Eltern richtig lange drauf gespart, dass sie sich diesen Wartburg kaufen konnten. Also da wurden keine Kredite aufgenommen und bei uns war auch, wir haben auch über Geld geredet in der Familie am Abendbrotstisch und das war also nie wirklich ein Tabuthema. Ich habe nicht viel Taschengeld bekommen, leider, irgendwie nur so 4 Mark, 5 DDR-Mark im Monat, aber ich habe relativ früh selber Geld verdient, mit 16, mit 14, 15 habe ich schon richtig viel Kohle verdient nebenbei und das habe ich teilweise auf den Kopf gehauen für Luxussachen. Und aber ganz, ganz viel gespart, weil
ich ehrlich gesagt gar nicht so die Möglichkeiten hatte, es auszugeben. Das ist auch eine Form von, ich sag mal, Zwangssparen. Aber bei uns in der Familie war es tatsächlich so, wir haben nicht auf Kredit gelebt. Wir haben gespart und uns dann etwas gekauft und gespart und dann Urlaub gemacht. Also dieses Denken, das habe ich schon drin, dass ich das Geld nicht einfach so raushau, sondern schon gucke, was mache ich damit. Also die Prägung habe ich so auch bekommen. Findest du, was bei dir? Ja, ich weiß gar nicht, wo es bei mir genau herkommt. Also ich habe jetzt keine großen Vorbilder in der Familie gehabt. Also die haben das Geld auch nicht rausgehauen. Wir hatten auch nicht viel Geld, aber ja, das war halt mehr so neutral. Da hat mir keiner was vorgelebt. Diese extreme Sparsamkeit, die ich ja lange Zeit an den Tag gelegt habe, die ist irgendwie in mir drin gewesen. Ja, ich habe auch früh angefangen, selber Geld zu verdienen, also Zeitungen austragen etc., Ferienjobs. Und ich habe ja auch früh angefangen, eine Ausbildung zu machen. Also mit 16 habe ich dann schon vergleichsweise gut verdient. Selbst als Auszubildender war das bei so einem Weltkonzern ganz ordentlich. Ja, und ich habe schon in der Ausbildung gesagt, dass ich irgendwie so früh in Rente gehen will, habe ich immer so ein bisschen gesagt. Und da habe ich die ganze Zeit dran gearbeitet und ja, hat sich einigermaßen gelohnt, ja. Es ist, aber Eva, ich wollte das noch ergänzen. Es ist, ich merke bei mir im Coaching, dass es für viele, also zum Beispiel haben einige meiner Coaches Schwierigkeiten, Sparen als etwas Positives zu sehen. Für die bedeutet das Einschränkung, für die ist das mit negativen Gefühlen behaftet. Und das arbeiten wir im Coaching unter anderem auf. Und die Fragen gehen dann immer, woher das kommt. Und das geht natürlich zurück zu den Eltern und in die Kindheit. Und dann ist es manchmal tatsächlich so, dass die Eltern wirklich Schulden gemacht haben, dass zum Beispiel der Vater extrem sparsam war. Die Mutter hat das Geld, jetzt sind wir mal im Klischee, aber die Mutter hat das Geld mit beiden Händen ausgegeben. Das sind ja auch die Kriegsgenerationen. Da kommt ja ganz viel aus dieser anderen Zeit noch in unsere Zeit, wird mit hineingetragen. Das heißt, das war immer ein Streitthema. Der sparsame Vater, die, ich sage mal jetzt verschwenderische Mutter, die Mutter war nicht verschwenderisch, aber in dieser Konfrontation, weil aus diesen beiden Welten entstanden dann immer eben Streitgespräche. Das hieß, für meinen Klienten war Sparen und immer mit Stress verbunden. Und das zu verstehen, warum seine Mutter so war und sein Vater so war und das Sparen quasi das Fundament ist, um ruhig durchs Leben zu gehen, um eine gewisse Sicherheit zu haben und Vermögen aufzubauen, das haben wir eben so erarbeitet. Und deshalb finde ich das ganz, ganz extrem wichtig, sich darüber auch Gedanken zu machen und in seine Vergangenheit zurückzugucken. Und also wenn Mann und Frau da irgendwie so Probleme haben oder das blockiert, dann zu ergründen, wo kommt das eigentlich her? Ich kann mir, also es gibt ja tatsächlich auch so ganz, sagen wir mal, einfache Dinge wie Gegenwartspräferenz, weil die Zukunft unsicher ist. Wir wissen nicht genau, was passiert morgen, nimmt die Bank mir das Geld vielleicht weg oder irgendwas ist einfach nicht so anfassbar wie die Jeans oder das Auto, was ich mir heute kaufe. Aber ich finde den Gedanken immer ganz schön, dass man sagt, wenn du sparst, machst du ja nichts, außer zu sagen, ich behalte das Geld bei mir und mein eigener Schatz wird größer. Und ich gucke, dass ich mir einen Schatz mache und dass dieser Schatz möglichst viele weitere kleine Schatzkinder produziert und dass ja, er sich irgendwie selber weiter vermehrt, damit das Sparen, häufig ist das ja, ja, Leute haben ja tatsächlich das Gefühl, da was wegzugeben und etwas nicht zur Verfügung zu haben. Ne? Aber dass man den Fokus darauf dreht, dass man sagt, nee, ganz im Gegenteil, du veränderst ja deinen Verfügungsmöglichkeitsraum mit dem Sparen, durch das du später noch viel, viel mehr Möglichkeiten haben wirst oder vielleicht auch tatsächlich einfach eine Rentenlücke damit schließen kannst, die sich irgendwann auftut und du einfach eine schwierige Situation in der Zukunft damit umgehen kannst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sogar noch so Dinge wie ganz früher, also wirklich jetzt ne, mal ein, zwei Generationen noch weiter hinten, diese unglaubliche Geldentwertung, wenn du mit Karren irgendwo hingefahren bist, sich vielleicht auch noch über Generationen bei dem einen oder anderen manifestiert hat, dass sie sagen, naja, jetzt spare ich und dann ist mein Geld vielleicht gar nichts mehr wert. Und man muss ja schon auch sagen, Inflation und noch viel schlimmer Schatteninflation sind ja auch Dinge, die wir durchaus beachten dürfen, wenn wir Geld gespart haben, damit wir aus unserem Geld ein bisschen was machen können. Aber was, also das heißt aber, Vincent, du bist im Grunde einfach aus dir heraus intrinsisch motiviert gewesen zu sagen, ich will nicht alles Geld ausgeben. Ihr beide habt es im Grunde vorgelebt gekriegt. Dani hatte jetzt auch nicht
die blinkenden Shiny Objects direkt vor der Nase, die sie sehr versucht hätten. Was sind denn vielleicht noch so Mindset-Betrachtungs-Fokus-Wechsel-Perspektiven, die ihr euren Leuten noch versucht mitzugeben oder die ihr vielleicht auch erlebt im Umfeld, an denen manche Leute wirklich scheitern beim Thema Sparen? Vielleicht ein Punkt, gerade für junge Leute ist das wichtig zu kapieren. Man muss früh anfangen, wenn man jetzt nicht gerade durch eine Geschäftsidee, Erbschaft, Lottogewinner, was weiß ich, einem hohe Mittel zufließen. Mit einer durchschnittlichen bürgerlichen Existenz komme ich nur auf nennenswerte Erträge im Verlauf meines Lebens, wenn ich früh anfange zu sparen. Dieser mathematische Effekt, der ist schon sehr beeindruckend, weil ich habe das einfach mal ein bisschen zusammengerechnet. Wenn wir uns mal überlegen, ihr könnt ja auch mal raten, wenn ich einen ganz normalen Sparplan anfange, der sich nach Inflation und Steuern mit 4% rentiert, ne? Nehmen wir an, weiß ich nicht, 70% Aktien, 30% Anleihen. Nach wie vielen Jahren sind meine Einzahlungen weniger als 50%? Also sprich, wann wird durch die Rendite, durch die Einnahmen, durch die Einkünfte, die ich habe, insgesamt überkompensiert das, was ich einbezahlt habe? Bei einer Nettorendite von 4%. Die Frage an uns? Ja, einfach mal so in die Runde. Ja. Ich habe es natürlich vorher ausgerechnet, aber. Ich glaube, so 22, 23 Jahre, 25 Jahre? Ja, sind über 30 Jahre. Also nach 10 Jahren sind 18% meines Gesamtvolumens sind Erträge. Nach 20 Jahren sind es 34% und nach 30 Jahren sind es immer noch 48%. Also das heißt, nach 30 Jahren, ja, bei 4% Realverzinsung, sind tatsächlich 52% dessen, was ich habe, immer noch Gelder, die ich selber quasi wirklich eingezahlt habe in den Sparvertrag und nicht die Rendite. Das heißt, der Renditeeffekt, der tritt erst nach sehr langer Zeit auf. Und jemand, der jetzt halt mit, so wie ich jetzt hier Mitte 40 anfängt, für den wird es halt dann tatsächlich knapp auf, sag ich mal, wirklich nennenswerte Erträge dann bis zum Ruhestand beispielsweise zu kommen. Das heißt, und hier haben wir tatsächlich eben einen mathematischen Flaschenhals, der ganz klar sagt, je früher ich anfange, und wenn es auch noch kleine Beträge sind, völlig egal, je früher, desto besser, weil nur dann kann ich echt, also wirklich auch von dieser Kraft der Wiederanlage und der Rendite profitieren. Und 4% nach Steuern, nach Inflation ist jetzt auch durchaus etwas, da muss ich auch ein bisschen in Anführungsstrichen riskanter anlegen. Ne? Das kann ich natürlich nicht mit dem Sparbuch. Ja. Ja, du hast es auch gerade gesagt, man muss dann eben auch anlegen. Ne? Also wir sind ja ein Volk der Sparer, das ist das eine. Aber das nützt alles nichts, wenn wir nur sparen und das Geld da auf dem Sparbuch oder so oder unter dem Kopfkissen vergammeln lassen. So bin ich unter anderem, das fällt mir gerade ein, früher, als ich noch jung war, da gab es tatsächlich auf dem Sparbuch sogar bei der Commerzbank oder so 6-8% Zinsen. Das war dann halt so die Zeit, wo dann aber eben auch Baukredite irgendwie um die 10% oder sowas da gekostet haben. Und das hat mir dann schon Spaß gemacht, das zu sehen, dass da meine paar Mark auch mehr werden. Und deswegen war ich immer bedacht, irgendwie ein bisschen Geld zusammenzukriegen und das zur Bank zu bringen und mehr werden zu lassen. Gut, heute funktioniert das so mit dem Sparbuch nicht mehr, aber wichtig ist halt eben, dass man nicht nur sparsam ist, sondern sich auch traut oder den Mut hat, anzulegen, also zu investieren in Sachen, die ein bisschen Rendite bringen. Eine Anmerkung dazu, von wegen 8% Zinsen zum Beispiel, ne? Da waren die Inflationsraten aber auch deutlich noch höher, ne? Die waren auch bei 6-7%. Deswegen, wenn man sich die Zinsen anschaut, dann sollte man sich auch, damit man nicht der Geldillusion unterliegt, auch die Inflationsraten anschauen. Früher waren die Zinsen höher, ja, aber die Inflationsraten waren auch höher. Genau, und letztlich war genau diese Renditebetrachtung oder der Zinseszinseffekt war ganz ähnlich wie heute. Da gibt es auch ganz interessante Berechnungen, ist ja auch reine Mathematik dann. Ne? Genau, die Realrendite ist nicht groß anders über die Zeit, aber das hatte ich natürlich als Kind nicht gewusst. Ich habe nur
das Geld wird immer ein bisschen mehr und das hat mir Spaß gemacht. Ja, absolut. Sieht auch cooler aus. Das wissen aber auch die Erwachsenen nicht. Ne? Also es ist tatsächlich diese, was Dani gesagt hat, diese Geldillusion oder Inflationsillusion. Ich sehe, es wird mehr, sehe aber eben nicht auf der anderen Seite, wo es weniger wird. Und vor, ich glaube, 2 Jahren hat nämlich die Bundesbank dazu nämlich einen Beitrag gebracht und mal aufgeschlüsselt, dass tatsächlich in der Geschichte der D-Mark, in der Hälfte der Zeit die Kurzfristzinsen, also das, was ich auf Sparbücher und Tagesgelder bekommen habe, abzüglich Inflationsrate negativ war. Genau. Also quasi Negativzinsen sind zu 50% normal. Wir sind also nicht was den Realzins angeht, besonders kurzfristigen Realzins angeht, in besonderen Zeiten, sondern das ist relativ normal. Was eben nicht normal ist, ist, dass nominal so niedrig ist. Ja? Aber im Grunde ist es jetzt sogar besser, weil früher musste ich auch noch meine inflationär aufgeblähten Gewinne ja auch noch voll versteuern. Ja? Das heißt, ich muss ja auf 10% Zinsen Steuern bezahlen, obwohl ich real vielleicht nur 2% erzielt habe. Ja? Es gibt ja steuerrechtlich keinen Inflationsausgleich. Ne? Also das ist tatsächlich so eine Geldillusion. Also deswegen, das sind, denke ich mal, so 2 wichtige Parameter, früh anfangen und ich muss halt wirklich irgendwo in ertragreiche, also alles, was mein Notgroschen, meine Reserve übersteigt, muss ich wirklich mich drum kümmern, auch ertragbringende Anlagen da zu wählen. Ja, ich muss gerade schon ein bisschen grinsen. Wir haben auf Facebook auch noch einen Kommentar. Was ist denn überhaupt riskant und warum überhaupt riskant? Ich hatte am Wochenende auch ein spannendes Seminar, wo durchaus auch interessante Investitionsmöglichkeiten mit relativ gedeckeltem Risiko vorgestellt worden sind, aber dazu dann vielleicht noch an anderer Stelle mehr. Aber ihr habt gerade schon gesagt, man muss im Grunde Geld sparen. Ganz, ganz wichtig ist auch dieser Zinseszinseffekt, den unglaublich viele Leute unterschätzen. Und ich habe auch gerade in dem Buch verschiedene Statistiken gesehen, wie unfassbar sich dieser Zinseffekt über viele Jahre dann irgendwann doch auswirken kann, wenn man gut investiert hat. Und wie wichtig es ist, da auch wirklich konstant dran zu bleiben. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Vorgang des Sparens schauen. Habt ihr Strategien, wie ihr spart? Wie schafft ihr es, Gelder rauszuholen aus eurem, ich habe hier Geld und gebe es aus? Also für mich, wenn ich mal anfangen darf, für mich ist eigentlich der Trick an dem Ganzen oder eigentlich der Schlüssel zu dem Ganzen, dass ich sage, von meinen Einnahmen, die ich habe, gebe ich nur das aus, was vom Sparen übrig bleibt. Also was mich sehr stört oder wo ich immer so gern noch mit einer Frage reinhake, wenn jemand sagt, ja, ich kann nur das sparen, was übrig ist. Ja, dann wird das nie was mit dem Sparen. Also mal ehrlich. Nee, es ist andersrum. Ich habe das auch erst in den vergangenen Jahren verstanden, dass das wirklich einen signifikanten Unterschied macht, wenn man im Kopf die Gleichung hat, meine Einnahmen sind gleich, mein Sparanteil und meine Ausgaben, die ich sonst für das Leben habe. Also wenn ich diesem Sparen eine Priorität gleich von Anfang an gebe, dann funktioniert das auch mit dem Sparen, dann funktioniert das auch mit der Geldanlage. Und das ist in meinen Coachings immer ein riesen Aha-Effekt, weil auf diesen Dreh haben wir einfach die meisten von uns natürlich nicht im Kopf, weil wir es ja nicht in der Schule lernen und weil das auch nicht so eine Allgemeinbildung ist. Und das ist für mich im Grunde der große Trick, von vornherein zu sagen, ich spare, koste was es wolle, 10%, 20%, 30%, was auch immer, was ich eben festlege, meines Nettoeinkommens oder meines Nettogewinns direkt am Monatsanfang weg und mache damit was und das andere gebe ich aus. So, das ist für mich der große Dreh. Das hat aber eine Grenze. Und zwar, wenn ich wirklich nicht viel Geld verdiene, Nettoeinkommen habe von vielleicht 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, da wird die ganze Rechnung etwas schwierig, wenn ich nicht extrem minimalistisch lebe. Aber vom Grundgedanken her bleibt es natürlich dasselbe. Obwohl ich wirklich auch schon sehr, sehr häufig von Leuten mit sehr, sehr wenig Geld gehört, gesehen, gelesen habe, die relativ hohe Sparraten realisiert haben. Und das, was du gerade gesagt hast, man denkt immer, naja, ich kann nur das sparen, was übrig bleibt. Das ist im Grunde ähnlich wie die Arbeit nach dem
Parkinson'schen Gesetz, die sich so weit ausdehnt, wie wir Zeit haben. Das, was wir verkonsumieren, dehnt sich immer so weit aus, wie unser Kontostand es zulässt oder manchmal sogar auch darüber hinaus. Und daher hast du, finde ich, schon einen tollen Schlüssel gesagt. Sorge dafür, dass dein Kontostand geringer ist, indem du direkt von Anfang an sagst, das gehört gar nicht zu meinem offiziellen, zu verkonsumierenden Kontostand. Das ist sozusagen mein Sparguthaben. Löst du es denn so, dass du sagst, es gibt ein anderes Konto, wohin du Gelder, die auf dein normales Eingangskonto kommen, zum Sparen direkt wegmachst? Ja. Oder hast du einen Sparauftrag für ein Investment oder guckst du dann auf dem Konto, wo es hinkommt, wo investiere ich es jetzt dahin? Wie ist dein Vorgehen? Ja, also wir haben, ich investiere ja zusammen mit meinem Mann. Also mein Mann investiert, ich investiere und wir investieren zusammen. Und natürlich, wir überweisen von unserem gemeinsamen Konto Gelder auf unsere verschiedenen Verrechnungskonten gleich am Monatsanfang. Das sind Daueraufträge über immer wieder dieselben Summen. Und dann legen wir das Geld eben an, entweder über Sparpläne oder händisch, je nachdem, in welche Geldanlage wir investieren wollen. Aber klar, das geht auf Extrakonten, das geht auch auf andere Banken. Also unser normales Girokonto für die Familie ist bei einer anderen Bank, als unsere Depots liegen und die Verrechnungskonten für die Geldanlage. Ja, ganz klar. Mhm. Okay, das heißt also, eine andere Bank wählst du, damit du nicht in der Versuchung bist zu sagen, ach, da ist Geld drauf, die neue Couch ruft, jetzt hole ich es mal darunter, oder aus welchem Grund schlägst du ein anderes? Nö, das hat jetzt eigentlich einen anderen Grund. Wir sind bei der HASPA, bei der Hamburger Sparkasse, weil die überall eben Filialen hat, deshalb sind wir noch bei der Bank, aber die HASPA hat für mich jetzt keinen guten Service, wo ich sage, da will ich jetzt mein Depot liegen haben, weil ich da nicht die Informationen kriege, die ich brauche, um bestimmte Papiere zu analysieren. Also geht das Geld zu anderen Banken, ne? Zu Online-Banken. Ich bin nur dann bei Online-Banken investiert und mein Mann auch und über Vermögensverwalter. Aber das ist eigentlich der hauptsächliche Grund. Ja. Okay. Wie macht ihr das, Louis und Vincent? Wie spart ihr ganz konkret? Ich glaube, tatsächlich unterscheide ich mich da nicht großartig von Dani, außer dass ich mit meiner Frau nicht zusammen anlege, sondern das haben wir wirklich strikt getrennt. Und ich persönlich bin ja so ein Fan, so habe ich auch tatsächlich angefangen mit dieser 10-zu-50-Regel, dass man sagt, okay, am Anfang, gerade wenn man in den Beruf übergleitet, also dann auch ja ein relativ hohes Einkommen hat im Verhältnis zu dem, was man vorher hatte, wo man sich vielleicht mit Taschengeld plus vielleicht Nachhilfe geben, so war es bei mir, dann ist das die einmalige Gelegenheit, auch tatsächlich auch eine relativ hohe Sparrate festzulegen. Mindestens würde ich aber 10% nehmen und dann tatsächlich 50% von jeder Sonderzahlung oder und dann von jeder Gehaltserhöhung. So hat man auf der einen Seite sich ein bisschen belohnt, was Konsumwünsche angeht, aber auf der anderen Seite erhöht man auch kontinuierlich automatisch seine Sparrate. Und ich bin auch ein ganz großer Freund davon, das optisch zu trennen, um nicht in Versuchung geführt zu werden, weil das ist schon so schwer genug und vermutlich sind wir alle vier Personen mit keiner hohen Zeitpräferenz, ja, aber jemand, der eben eine hohe Zeitpräferenz hat und dann irgendwie mal 4.000, 5.000 Euro da auf dem Tagesgeldkonto liegen sieht, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer, ja, das dann nicht zu verausgaben und dann, ja, hilft die Optik, das also zu trennen. Aber auf der anderen Seite hilft es, denke ich, fast, also mindestens genauso viel, hier sich auch mal zu vergegenwärtigen, warum man eigentlich bestimmte Konsumwünsche hat, gerade die sehr teuren. Muss halt immer ein Neuwagen sein oder tut es nicht auch ein Jahreswagen, also diese ganzen Klassiker, weil über das Leben gerechnet kommt da auch einiges zusammen, was jetzt aber nicht unbedingt die Lebensqualität erhöht. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Faktor ist auch, inwieweit mache ich Sachen eben, um meinem sozialen Umfeld zu gefallen. Ne? Also dieses berühmte Geld ausgeben, das man nicht hat für Sachen, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. Also das ist ja, manchmal mag man die Leute auch, aber da braucht man es auch nicht beeindrucken. Ja? Aber sich da wirklich da irgendwie zu lösen, zu sagen, nee, das habe ich irgendwie nicht nötig oder ich mache da einfach nicht mit, das ist schwierig, aber sicherlich sehr, sehr hilfreich. Okay, Vincent, machst du es auch so, dass du direkt vom Einkommen, also ich finde übrigens den Tipp,
super, super gut, egal mit wie viel Prozent man anfängt, dass man einfach sagt, immer wenn was draufkommt, mit dem ich normalerweise ja nicht rechnen würde. Ja, wenn ich 1.000 Euro habe und jetzt plötzlich kriege ich 1.200 Euro, dann zu sagen, von diesen 1.200 Euro nehme ich 50%, um meine Sparrate zu erhöhen. Wenn die vorher nur 1% war, ist sie jetzt ein bisschen höher durch die Hälfte von dem, was draufkommt. Die Hälfte darf man Lebensstandard erhöhen, aber das ist ja eh eine Erhöhung und jetzt nicht in vollem Maße, sondern das andere Geld lasse ich für mich arbeiten, anstatt selber für mein Geld zu arbeiten, um morgen einfach ein besseres Leben damit führen zu können. Ne? Also auch von dem Gedanken wirklich wegkommen, das ist weg von mir, das bleibt ja bei euch und das arbeitet für euch und damit einfach die Sparrate zu erhöhen. Vincent, machst du es auch so, dass du dir einen festen prozentualen Beitrag am Anfang des Monats zum Sparen wegüberweist? Ja, bei mir ist ja ein bisschen umgekehrt. Ich muss mich ja immer eher dazu zwingen, irgendwas auszugeben. ja, aber ich habe da auch mehrere Konten für verschiedene Zwecke. Und ja, ich kaufe mir halt lieber mal irgendwie ein paar Aktien als eine Handtasche oder Schuhe oder so. Ja, genau. Aber auf jeden Fall so, dass die Sachen direkt auf verschiedene Konten abgehen, die dann eben, ja, das eine ist für Aktieninvestitionen und so weiter, P2P-Kredite und was ich da alles so mache, ein bisschen Optionshandel, das geht alles auf verschiedene Konten und dann tobe ich mich da aus, ja. Genau. Hast du das von vornherein nach irgendeinem Schlüssel für dich aufgesplittet, dass du sagst, von jedem Euro, der reinkommt, geht x Prozent auf meine Aktien und x Prozent auf mein Peer-to-Peer? Oder hast du ein grundsätzliches Konto, von dem du aus Investments bestreitest und überlegst dann selber, wohin allozierst du das? Nee, das ändert sich auch immer ein bisschen, wo ich wie viel brauche oder wo ich gerade ja, mehr mache oder weniger. Das ändert sich immer ein bisschen, aber die Konten sind da und werden halt auch gleich gefüttert. Und ja, aber das Verhältnis, was wohin geht, das ändert sich dann doch öfter mal. Genau, was du ja angesprochen hast, ist ja auch so ein bisschen diese Lifestyle-Inflation, ne? Dass man, wenn man jetzt irgendwann mehr reinbekommt, auch gleich das mehr ausgibt. Und das ist ja auch so ein Vorteil, den junge Leute sich auch noch zusätzlich zum Zinseszinseffekt zunutze machen können. Da steigt ja mit der Zeit normalerweise das Einkommen und da sollte man dann eben auch zusehen, dass man nicht alles von dem, was mehr reinkommt, verkonsumiert, sondern ja klar kann man einen kleinen Teil sich auch irgendwie belohnen und sein Leben irgendwie anhalten, aber doch sollte man, finde ich, den größten Teil dann investieren, damit man später was davon hat. Und ja, das ist also meine Herangehensweise. Ja. Okay, das heißt also, der erste Tipp, der wirklich ganz, ganz wichtig ist, den ihr alle drei völlig einhellig gegeben habt, ist, es wird gespart, bevor ausgegeben wird. Und da ist einfach jeder mal eingeladen, sich mal wirklich kritisch hinzusetzen und zu überlegen, wie viel kann ich mir denn jetzt wirklich mal leisten und vielleicht auch einfach mal zu probieren. Und wenn man sieht, es geht gut, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und ansonsten, wenn man Gehaltserhöhungen oder Ähnliches bekommt, bitte dran denken, vor allem die Sparquote auch zu erhöhen, weil das ist das, was euch entweder vielleicht auch wirklich eher schon in eine finanzielle Freiheit führt, sodass nicht mehr ihr für euer Geld arbeiten müsst und euer Geld für euch arbeitet, oder euch dahin führt, dass ihr euch einfach später nicht mehr so viele Gedanken machen müsst, wenn die Rente nicht so ausfällt, wie ihr euch das wünscht und ihr dann nicht einen dramatischen Einbruch in eurer Lebensqualität habt. Gibt es denn auch was ihr im Alltag tut? Also ich kenne viele Leute, die sagen, ach, wir machen so eine Challenge, wo wir zuerst 15 Cent oder zuerst 1 Cent und dann 2 Cent und dann 3 Cent jeden Tag sparen oder wir tun unsere Fünfer weg oder wir tun das Kleingeld weg oder ich male mir eine Strichliste immer für jede 100 Euro, die ich gespart habe, an der Wand, um zu sehen, wann habe ich denn hier irgendwas voll. Gibt es irgendetwas, was ihr so auch im Alltag mit Geldern macht, um euch vielleicht auch zu vergegenwärtigen? Nee, also du, Schein, bleibst jetzt bei mir und kommst in den Sparpott und wirst nicht ausgegeben? Oder ist das wirklich vor allem das Geld, was in größeren Beträgen auch auf eurem Konto landet, was ihr dann wegspart? Ich grinse hier gerade so. Also ich mache hier gerade auf Instagram eine Challenge mit den Beziehungsinvestoren und da leeren wir immer am Sonntag unsere Portemonnaies. Ich arbeite sehr viel mit Bargeld, also ich hebe immer am Sonnabend mein Bargeld für die kommende Woche dann ab und dann bin ich immer sonntags, muss ich so mein Bargeld aus dem Portemonnaie, also nur die Münzen, nicht die Scheine, ne? nur die Münzen rauskegeln und das ist für mich eine neue Art des Sparens, so spare ich in der Regel nicht, aber ich finde das irgendwie ganz witzig, weil da kommen mal 5 Euro, meistens 8 Euro, meistens 10 Cent oder so zusammen und
Das kann auch ein Start sein. Also das ist mehr so ein spielerischer Anfang, finde ich. Mit Systematik hat es nichts zu tun. Das ist mehr was Spielerisches. Warum ich so gelacht habe, ist von wegen Scheinchen nicht rausgeben. Ich habe ehrlich gesagt schon seit vielen, vielen Jahren so eine Klugscheißerfrage, nenne ich sie immer, die bei so bestimmten Beträgen einfach sofort wie so ein Schild nach oben kommt, auf der steht, brauchst du das wirklich, Dani? Hast du dir das gut überlegt? Also brauchst du das, ne? Das ist wirklich so eine Frage und die ist bei mir irgendwie immer da. Das schränkt mich auch nicht ein und das nervt mich auch nicht. Das ist einfach da. Und manchmal entscheide ich dann, ja, das brauche ich jetzt. Und ganz häufig entscheide ich dann, nee, das brauche ich nicht. Ne? Weil ich muss jetzt niemanden beeindrucken oder ich brauche es nicht. Machst du schon einen Moment oder nimmst du dir zum Beispiel auch eine Frist, dass du sagst, okay, bei allem, was jetzt eine Investition größer 200 Euro ist, schlafe ich da auf jeden Fall mal eine Nacht drüber? Oder entscheidest du das in der Sekunde? Ja, also vom Betrag her mache ich es eigentlich nicht abhängig, fällt mir gerade auf. Ich mache es von dem Gut abhängig. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Computer kaufen möchte, dann habe ich sowieso eine Spannbreite, wie viel ich ausgeben möchte. Und dann überlege ich, lese, was weiß ich, Warentest und hoch und runter und gucke mir einfach das Produkt an und dann entscheide ich. Also damit beschäftige ich mich sowieso länger, wenn die Ausgaben größer sind. Und ansonsten gehe ich dann nach anderen Kriterien vor. Also wenn ich entscheide, ich brauche das, dann überlege ich einfach noch weiter. Muss ich jetzt wirklich lange darüber überlegen? Bei Anziehsachen zum Beispiel muss ich jetzt lange darüber überlegen, dann lasse ich es schon auch sein. Wenn man zu lange bei Klamotten überlegt, dann ist es sowieso falsch. Das ist meine Erfahrung. Und das geht, so habe ich so noch ein paar so kleine Schräubchen. Aber je höher der Betrag ist, desto länger gucke ich hin, aber wenn es größere Anschaffungen sind, habe ich mich sowieso länger schon vorab damit beschäftigt, bevor ich das Geld ausgebe. Also, dass ich mal spontan wirklich richtig viel Kohle raushau, also kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern, dass ich das gemacht hätte in den vergangenen Jahren. Ich glaube, es ist auch wirklich ganz schön, wenn man sich das so ein bisschen vergegenwärtigt, was Louis vorhin auch so lapidar gesagt hat. Warum braucht man das wirklich? Also braucht man es wirklich? Ist es wirklich so, dass es mich nährt, mein Geist, meine Seele nährt, ich das jetzt unbedingt haben möchte, ich mich da unglaublich dran erfreuen kann, mir das einen sittlichen Mehrwert gibt oder ich es auch wirklich als Arbeitsgerät brauche? Oder ist es irgendetwas, von dem ich denke, dass mein sozialer Status irgendwie beeinflusst werden könnte und andere Leute mir vielleicht irgendeinen anderen Wert beimessen könnten, wenn ich dieses Ding habe oder auch nicht? Und da einfach mal ganz genau hinzugucken, warum man Sachen haben möchte und ob man sie wirklich haben möchte, glaube ich, um da einfach eine Reflexion reinzubringen, ist auch ganz wertvoll. Okay, das heißt systematisches Sparen in jedem Fall über das Konto und spielerisch mal in das Thema so hineinfühlen, durchaus auch mit, wir nehmen mal alles Kleingeld raus aus dem Portemonnaie und gucken, was übrig bleibt und dann wird das auch noch meinem Spartopf zugeführt. Also meine Freundin macht zum Beispiel, die nimmt alle 2-Euro-Stücke raus aus ihrem Portemonnaie und steckt sie in eine Dose und dann macht sie davon Urlaub oder lädt ihre Kinder ein, auf den Ponyhof zu fahren oder sowas am Jahresende. Und wie macht ihr das, Louis und Vincent? Ist es so, dass ihr auch im Alltag spart oder wahrscheinlich, Vincent, bei dir ist die Sparrate so groß, dass du dann verhungern würdest, wenn du im Alltag deine Gelder auch nicht ausgeben würdest, oder? Ja, also ich gucke eigentlich eher, kann ich noch was reinbekommen, also zusätzlich Einkommensströme aufbauen und wenn sie auch nur sehr klein sind, aber bei mir macht es die Masse dann auch. Jetzt das Sparen direkt, das habe ich irgendwie schon so verinnerlicht. Da habe ich jetzt nicht so eine, ich packe die 2-Euro-Stücke weg oder sowas. Also das ist natürlich für Einsteiger vielleicht erstmal ein Anfang so, aber das mache ich jetzt so nicht mehr. Ich gucke dann schon eher, wie gesagt, wie kann ich mir noch weitere Einkommensströme aufbauen. Ja, genau. Und auch, was Dani sagte mit Stiftung Warentest, das fällt mir auch gerade noch wieder ein. Das ist ja dieses Beispiel, wenn man sich dann Computer oder Autos kauft oder so, da gucken die Leute dann wochenlang vergleichen und machen und tun. Und bei der Finanzanlage, da ist es ja dann ganz oft so, dass es Hauptsache, also entweder gar nicht oder wenn, ja, ich muss das jetzt machen und dann wird halt das Erstbeste, was einem da vom Bankberater über den Weg läuft, abgeschlossen, ohne zu hinterfragen, ob das gut ist oder nicht.
Das fällt mir da gerade dazu ein. Das hat jetzt mit dem Sparen direkt auch nichts zu tun, aber weil wir das Investieren tun, oder hatte ich auch schon mal kurz angesprochen, also wenn es in Richtung Investieren geht, sollte man sich auch mal die Zeit nehmen und schauen, was da wirklich Sinn macht, ja. Genau. Und Luis, hast du eine Alltags-Bargeld-Sparstrategie oder sparst du auch vor allem übers Konto? Natürlich übers Konto. Das macht die Masse aus. Das lässt sich aber auch nicht verhindern angesichts des Dividendenstroms. Ja, so viel Kleingeld könnte ich gar nicht transportieren, vermutlich. Aber tatsächlich spare ich das Kleingeld, aber jetzt nicht, noch nicht mal gezielt des Sparens wegen, sondern weil es mich einfach im Portemonnaie stört. wenn ich dann eben, ich habe sowohl auf der Arbeit als auch hier eine Spardose, wo ich dann eben, wenn sich ja Kleingeld angesammelt hat, da packe ich es dann gleich rein und dann hat sich das mittlerweile eingeschliffen seit ein paar Jahren. Gehe ich immer mit den Kindern zusammen am Weltspartag, auch mit dieser Spardose, mit diesen Spardosen auf die Bank und dann lösen wir das ein und dann verjuckeln wir auch das Ganze. Also das ist dann auch eine nette Tradition. Ja. Mhm. Viel geht ja auch über die Ausgaben und ich bin natürlich an dem Punkt, wo ich über den Konsumgipfel, sag ich mal, im Lebenszyklus ja auch überschritten habe. Und ich sag mal, so riesige Neuanschaffungen fallen ja da auch nicht mehr an. Das heißt, im Wesentlichen sind das ja Ersatzbeschaffungen. Ja, also das heißt, wenn es was neu zu beschaffen geht an höherpreisigen Konsumgütern, sind ja im Wesentlichen Ersatzinvestitionen. Ja, das ist ja von daher ist man vermutlich, wenn man so einen gewissen Sättigungsgrad, also der ist natürlich immer sehr individuell, aber wenn man den erreicht hat, hilft das natürlich auch nochmal. Wenn man dann ja einfach mit so selbstzufrieden ist, dann auch, dass man einfach nur diesen Level hält. Ja, und dann nicht sagt, okay, und ich dann auch gewisse Sachen ja nicht mitmache, also ich eben nicht sage, okay, ich brauche eben alle 2 Jahre das neue Auto, um in der Nachbarschaft mitzuhalten. Ja, das erinnert mich an eine Zeit, wo ich bei der Bundeswehr Kompaniechef war und immer morgens, ich hatte zwar vorne immer an unserem Kompanieblock den ersten Parkplatz, der mir ja zustand, ja, ich hatte aber von allen Autos erstanden, war meins das älteste. Also, das heißt, also, ja, ich würde auch sagen, Gewohnheiten, da geht halt eben auch viel über den Konsum. Mhm. Ja, das heißt also, wer mit dem Sparen anfangen möchte, da ist wahrscheinlich einfach so das allererste, was man macht, sich mal genau angucken, wofür gebe ich mein Geld überhaupt aus und worin ist mir vielleicht auch unbewusst so durch die Finger, dass ich hier keine bewussten Ausgaben habe und vielleicht hier ein Sparpotenzial identifizieren kann, indem ich sage, okay, das, also was mir scheinbar für mal hier ein Brötchen, mal da eine Latte, mal da, was weiß ich, was man sich noch so gönnt, was da einfach so durch die Finger fließt, da schaue ich mal genauer drauf, um zu sagen, das möchte ich nicht vom Konto abheben oder mit der Karte zahlen, sondern das Geld ist eigentlich das Geld, was ich bereits am Anfang sparen möchte. Also viele haben ja die Herausforderung, die ihr auch schon genannt habt, dass man denkt, naja, ich habe aber gar nichts zum Sparen. Also der erste Punkt ist mal zu gucken, was gibt es überhaupt aus und mal zu gucken, ist denn das, was ich ausgebe, überhaupt alles nötig und kann ich vielleicht irgendwo ein Sparpotenzial ausmachen und vielleicht auch Kosten reduzieren. Was würdet ihr denn sagen, Daniel, du hast vorhin gesagt 10% dessen mal so als Summe, was man spart. Was ist denn ein Prozentsatz, den ihr für richtig und sinnvoll haltet, den man als durchschnittlicher Mensch, der jetzt nicht furchtbar arm oder furchtbar wohlhabend ist, von seinem Einkommen eures Dafürhaltens nach sparen können sollte? Also ich hatte 10% gesagt, das halte ich aber für einen zu niedrigen Prozentsatz. Dass es, also wer angestellt ist, spart ja schon in die gesetzliche Rentenkasse 10%. Das sind insgesamt 19,4, glaube ich, wo dann eben der Arbeitgeber die Hälfte bezahlt und man selber. Also ist man etwa bei 10%. Und dann nochmal 10% zu sparen, das wird die Lücke, also was heißt Lücke, aber das kann es nicht kompensieren,
was wir mit der Rente, mit der gesetzlichen Rente bekommen, weil das ist ja nur 48% soll es mal hinlaufen oder sogar 46, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, aber auf jeden Fall unter 50% dessen, was der Durchschnittseinkommen ist in diesem Jahr, wenn eben gerade dann eben die Rente berechnet wird, also die Hälfte. Und das ist ja klar, dass das dass vorne und hinten nicht passt. Und selber 10% wegzusparen, das kommt dann noch aufs Alter drauf an, wann ich damit anfange, halte ich aber für zu niedrig. Ich habe das auch mal durchgerechnet. Das reicht einfach nicht. Und deshalb würde ich, also wer schon mal 10% sparen kann, ist toll, auf jeden Fall diese Zahl anstreben. Aber wer mehr kann, bitte mehr sparen. 15%, 20%, 30%. Das wäre so, also so, wenn man 30% noch von seinem Nettoeinkommen weglegen kann und investieren kann, da würde ich sagen, top. Aber wie gesagt, es kommt auch auf die Einkommenshöhe an. Also ich stelle es immer wieder fest bei meinen Klientinnen auch, wer Kinder hat und hier in der Großstadt lebt, mit 30% und alleinerziehend ist, 30% Sparquote zu haben, da brauchst du schon ein gewisses Einkommen. Das ist so. Ja. Das kann ich sogar jetzt gerade mit Zahlen untermauern, weil ich genau das mal im Vorfeld mal überprüft, also oder geprüft hatte. Und zwar beim Statistischen Bundesamt, demnach beträgt das Durchschnittseinkommen 2017 eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Also da sind jetzt auch keine Freiberufler dabei und keine Minijobber und nichts. Das betrug 3.771 Euro. Wenn man das mal umrechnet, einen Nettolohn eines unverheirateten Arbeitnehmers ohne Kinder, konfessionslos, entspricht das 2.356 Euro. Mhm. 10% davon wäre monatlich 236 Euro. Wenn ich diese 236 Euro über 40 Jahre kontinuierlich spare, habe ich insgesamt eingezahlt 113.280 Euro. Und wenn ich dann unser Realzins, den wir vorhin ja auch hatten, von 4% zugrunde lege, komme ich auf 275.000 Euro. Wie gesagt, bei 4% muss ich, und das ist eben der Punkt, das aber auch entsprechend in ertragreiche Anlagen anlegen. Und wenn ich dann eine monatliche Entnahme von 4% tätige, wo man ja sagt, naja, dann könnte es so Pi mal Daumen hinhauen, dass ich lebenslang diese Summe entnehmen kann, bin ich quasi bei meiner privat organisierten Rente von etwas mehr als 900 Euro. Mhm. Ja. Also das ist jetzt, und wir reden jetzt halt schon von einem durchschnittlich, also gut bürgerlichen Einkommen, muss man mal so sagen, und halt sehr diszipliniert eben das ganze Leben lang, 40 Jahre ohne Unterbrechungen. Das ist dann schon die Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist dann tatsächlich eben das Ganze eben von, also was heißt vernünftig, aber ertragsorientiert anzulegen, weil ich habe da nochmal geguckt, tatsächlich der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat jetzt nochmal kundgetan, dass immer noch jährlich 5 Millionen Lebens- und Rentenversicherungsverträge, also diese klassischen Kapitalbildenverträge, neu abgeschlossen werden. Ja, und insgesamt gibt es in Deutschland noch 84 Millionen Stück davon, also mehr als Einwohner. Und das ist natürlich eine, ja, Vermögensanlage kann man ja schon gar nicht mehr sagen, das ist ja unterm Strich, verliere ich ja damit. Ja. Also real verliere ich damit Geld. Und trotzdem wird es halt noch so abgeschlossen. Und die Aktionärsquote im Gegenzug dazu ist immer noch, ist jetzt ein bisschen gestiegen, was aber eigentlich schlecht ist. Warum, kann ich gleich nochmal sagen. Aber die ist auch jetzt so bei, ich glaube bei 12% war es. Der Bundesbürger ab 14 Jahren haben Aktien oder eben Aktienfonds. Ist also jetzt wieder so auf Vorkrisenniveau. Warum ist das schlecht? Weil das natürlich ein Stück weit getrieben ist von den Nullzinsen und vermutlich viele Leute mit einer verzerrten Risikowahrnehmung da rangehen. Das erlebe ich auch immer wieder bei Diskussionen, aber auch teilweise bei Lesern. Und letztendlich nicht risikogerecht anlegen. Also weil sie eben reingetrieben werden, mangels Alternativen. Und da wird natürlich irgendwann das böse Erwachen kommen für viele. Und dann sind die wieder wie bei der Telekom in den 90er Jahren für den Rest ihres Lebens versaut. Und das ist dann eigentlich auch wieder schlecht. Ja. Mhm.
Mein Voraus, habe ich immer aus, weil die Kinder hier hinten durchtraben. Aufklärung und Information ist natürlich immer sinnvoll, wenn die vor allen Entscheidungen steht. Ne? Aber ich denke, was völlig klar geworden ist bei deiner Rechnung, jeder weiß, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht. Und wer später kein ganz großes Problem haben möchte, muss selber einfach noch zusätzlich was tun. Und selbst mit 4% 4% Verzinsung nach Steuerabzug und 10% durchschnittlich eingespartem Einkommen wird es hinten raus relativ knapp. Und das heißt, wenn ihr euch, also jeder will finanziell frei sein. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, also Reichtum oder finanzielle Freiheit, da würde ich jetzt nicht nehmen. Oder sagen wir, ganz, ganz wenige kenne ich. Aber was dafür zu tun, das ist für die meisten dann doch eine große Herausforderung. Aber da liegt im Endeffekt der Schlüssel. Also ihr werdet niemals ein Vermögen aufbauen können oder finanzielle Freiheit erreichen, wenn ihr nicht irgendwo Mittel dafür beschafft, um das Ganze geschehen zu lassen. Ja, also Vincent, Louis und Dani bauen sich permanent neue goldene Gänse. Und diese goldenen Gänse können ihnen dann auch goldene Eier besorgen. Und die Königsdisziplin ist es natürlich zu sagen, ich habe es geschafft, mir eine solche goldene Gans zu bauen, aus dessen Eiern ich auch meinen Alltag bestreiten kann. Weil dann ist man an dem Punkt, dass man sagt, ich muss jetzt nichts mehr anderes machen, ich muss nicht mehr für mein Geld arbeiten, sondern mein Geld arbeitet für mich. Aber das heißt, ihr müsst diese Gänse bauen und dass ihr müsst also Geld einfach nicht verkonsumieren, sondern dafür einsetzen. Ja, und daher ist wirklich eine ganz, 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 ganz wichtige Entscheidung für eure Zukunft, euch sofort heute jetzt zu entscheiden, Geld wird gespart und überlegt euch, welchen Prozentsatz ihr da vielleicht erstmal für euch annimmt und zwar am Anfang des Monats und nicht am Ende des Monats, sofort weg damit und guckt, wie ihr wirklich Potenziale freimachen könnt. Ne? Gibt es von euch noch gute, eindringliche, einprägsame Appelle, Tipps, irgendetwas, womit man die Menschen unterstützen kann, für sich das Sparmodell positiver zu besetzen und auch wirklich die Entscheidung zu treffen, in dieses Sparen hineinzukommen? Du hast, was ich noch wichtig finde, ist, wir reden ja hier von Sparen und Investieren. Also für uns liegt das ja ganz eng zusammen. Wir haben aber alle, die wir hier sitzen, schon ordentliche Sicherheitspuffer aufgebaut. Also ohne dem geht es nicht. Also wenn Sparen, dann erstmal tatsächlich Sicherheitspuffer aufbauen, den Notgroschen auf dem Girokonto natürlich und dann die großen Sicherheitspuffer, die ich brauche, damit mein normales Leben gut laufen kann, auch wenn irgendwie mal die Welt um mich herum zusammenbricht. Also 3 bis 6 netto Monatsgehälter oder ich sage auch gerne 3 bis 6 mal die grundlegenden Ausgaben, Monatsausgaben auf der hohen Kante liegen haben auf einem Tagesgeldkonto. Das muss auch nicht angelegt sein, das muss keine Zinsen bringen, das ist einfach nur der Sicherheitspuffer, sollte irgendwie das Leben mal zusammenbrechen, dass einfach nicht auch noch von der finanziellen Seite her Stress ist. Also das wollte ich jetzt nochmal betonen, dass der strukturierte Sparprozess dann auch später erst in die Investition geht, wenn diese, sag mal, Fundamente, diese Sicherheitsfundamente stehen. Ja? Jetzt habe ich leider deine Frage vergessen. Ja. Nein, sehr genau. Man kann ja auch sagen, dass man vielleicht auch erstmal anfängt und sagt, x% auf dieses Rücklagenkonto und einen kleineren Prozent zum Sparen. Und wenn man dann das Rücklagenkonto soweit aufgefüllt hat, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Betrag, mit dem fühle ich mich so wohl, dass ich nicht Angst habe, dann am liebsten diesen Prozentsatz auch noch zum Sparkonto rüber transferieren und nicht sagen, oh super, dann habe ich jetzt wieder mehr zum Konsumieren. Ja, und was Vincent ja auch gesagt hat, was ich auch sehr, sehr schön finde, Sparen ist die eine Seite und zu schauen, wo ich mehr verdienen kann, ist aber auch eine sehr smarte andere Seite. Solange es nicht dazu führt, dass dieses Mehr an Einkommen sich gasförmig zu mehr Konsum ausbläht, sondern man sagt, dann habe ich da auch wieder mehr Möglichkeiten, Investments zu tätigen. Und meine Frage war, gibt es von euch noch irgendeinen guten Tipp, auch nochmal einen eindringlichen Appell, um den Menschen das Thema des Sparens noch schmackhafter, einfach, also möglichst viele Menschen draußen vom Bildschirm zu erreichen, um ihnen klarzumachen, hey, es geht um eure Zukunft, um euer Geld, um euer Leben und möglichst viele Menschen
damit auch anstecken zu können, dass Sparen eine absolut geniale Sache ist und nicht Konsumverzicht, nicht Selbstbestrafung, sondern Zukunftskonto. Es geht einfach darum, sich selbst eine gute Zukunft zu bauen. Genau das wollte ich gerade nochmal sagen. Also dieses nicht als Verzicht wahrzunehmen, sondern eben auch als Chance für die Zukunft und diese negative Behaftung, die eben teilweise auch das Umfeld reinbringt. Ja, du bist ja nur am Sparen und am Verzichten und das ist auch alles blöd und so. Das kommt eben teilweise auch durchs Umfeld rein und das prägt vielleicht auch. Da muss man sich ein bisschen seine eigenen Gedanken anstellen, was man mit dem, was man dann spart und hoffentlich auch investiert, in der Zukunft erreichen kann. Klar gibt es dann auch immer wieder diese Stimmen, die sagen, du weißt ja gar nicht, ob dir morgen ein Dachziegel auf den Kopf fällt und dann hast du nicht gelebt und so. Ja, man muss natürlich sich nicht kaputt sparen und richtig heftigen Verzicht betreiben, aber so, also diese Negativbehaftung würde ich da ein bisschen überdenken und auch dieses ich kann das eh in der Form nicht leisten oder ich kann nicht so viel sparen. Das sind erstmal so diese Selbstlimitierungen oder auch wenn man jetzt von den Frugalisten da liest, wie die das machen und dann kommen immer gleich die Kommentare, ja, im echten Leben geht das ja alles gar nicht. Da sind Leute, die machen das vor und zeigen das alles eins zu eins auf, dass das geht. Das sind ja real existierende Leute und dann gibt es da Leute, die kommentieren da, wie blöd, nee, das geht doch alles gar nicht und das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Da muss man sich dann mal reindenken und mal gucken, wie die das machen und gucken, wie man das für sich adaptieren kann und nicht immer pauschal sagen, das geht alles nicht. Ja, es gibt ja auch diesen schönen Ausspruch, den schon einige Menschen geprägt haben, dass wenn man etwas nicht will, dass man dafür irgendwelche Ausreden findet und wenn man etwas will, dass man dann irgendwelche Wege dafür auftut. Ne? Und ob wir es machen oder nicht, ist letzten Endes unsere eigene Entscheidung. Luis, was nochmal ganz kurz auf die Frage, die ich davor hatte, was ist eine Sparrate, die du für sinnvoll findest? Dani hat schon gesagt, 10% findet sie toll, wenn man schon schafft, aber eigentlich am kritischen unteren Ende lieber mehr sparen. Was würdest du denken? Ja, ich hatte ja auch vorhin gesagt, 10% sind so das absolute Minimum. Einfach auch für so einen Sparmuffel, also oder auch für einen Geringverdiener, das ist halt eigentlich immer möglich. Und sei es durch so eine Maßnahme, dass man den Gas- und Stromversorger wechselt, das haben ja auch, ich glaube, 70% der Haushalte in Deutschland nicht gemacht, verschenken damit also jeden Monat Geld, weil das ist ja nun wirklich etwas, was man machen kann, ohne irgendeine Einbuße an Lebensqualität. Ja, und also da findet man immer irgendwas, ja. Aber wie gesagt, generell die Mathematik läuft einfach gegen uns. Bedingt, wenn es jetzt nur ums Sparen geht. Und da wollte ich eben nochmal Vinzenz Argument aufgreifen. Weil eine weitere Möglichkeit ist, auch wenn ich vielleicht etwas älter bin oder wenn ich es nicht schaffe, mehr als 10% zu sparen, dann mir vielleicht kreative Wege zu suchen, wie ich zusätzliche Einkommen generieren kann. Und selbst wenn ich eben mir keine Wohnung kaufen kann oder nicht in P2P-Kredite investieren kann, dann kann ich ja immer noch versuchen, so wie wir das ja zum Beispiel auch gemacht haben, Wege zu finden, wie ich mein Hobby zum Beruf machen kann, das mit Leidenschaft eine Weile mache und dann auch einen Weg finde, damit Geld zu verdienen. Ja, das müssen ja auch nicht Tausende sein, aber dann reichen dann eben die extra 300, 400, 500, die ich dann zusätzlich sparen kann. Und das mit einer Tätigkeit, die mir gefällt, wo ich dann auch noch, ja, die noch aufgewertet wird, dadurch, dass ich damit Geld verdiene. Und damit eben meine Gans die goldene Eier legt, einmal quasi durch aktives Einkommen aufbaue, ja, und dann auch noch transferiere eine zweite, die eben passives aufbaut. Und das finde ich eigentlich, das ist auch eine der schönsten Märchen oder Fabeln, weil die es halt eben wirklich tatsächlich so auf den Punkt, also brutal ja auch auf den Punkt bringt. Ne? Wenn ich der Gans halt den Kopf abpacke, dann war es das. Und andererseits kann mich halt jeden Tag über so ein schönes goldenes Ei erfreuen. Genau, da ist es wirklich wichtig, dass die Gier euch nicht versucht, eure goldenen Gänse zu schlachten, um noch mehr Eier drin zu finden, weil dann ist sie weg. Vielleicht findet ihr noch 2, 3 Eier drin, aber dann ist die Gans eben weg und dann gibt es keine goldenen Eier mehr. Von daher, ja, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ganz, ganz wichtig, dass man einfach eine Entscheidung trifft, zu sparen und dass man sagt, das steht ganz am Anfang. Das ist so ein bisschen wie auch, ich bezahle mich selbst zuallererst. Ich zahle als allererstes auf mein Zukunftskonto ein, auf mein schönes Leben, was auch immer ich damit machen möchte, mal davon ausgehend, dass mir morgen nicht der Ziegel auf den Kopf fällt, sondern ich entweder später
keinen krassen Rentenknick habe oder ich mir dann vielleicht auch einfach tolle Dinge leisten kann, die ich auf morgen verschiebe und mir dann noch umso schönere Dinge morgen leisten kann als vielleicht heute. 10% ist das, was ihr so als Mindestmaß als sinnvoll ansehen würdet, lieber mehr, aber besser mit kleineren Beträgen starten als gar nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, nee, geht gar nicht, dann fangt lieber klein an und arbeitet euch Stück für Stück hoch, indem ihr Bonuszahlungen, Gehaltserhöhungen immer zu 50% mit auf eure Sparrate packt, damit ihr da einfach erhöhen könnt. Ein automatischer Dauerauftrag ist, denke ich, für viele auch ganz sinnvoll, dass sie erst gar nicht in die Versuchung kommen, dieses Geld anderweitig zu verkonsumieren, das also direkt auf dem Konto zu machen. Und ja, so die kleinen Alltagssparereien, die fallen bei euch ja wahrscheinlich auch einfach aufgrund dessen, weil ihr sehr erfahrene, sehr erfolgreiche, sehr routinierte Sparer sind, nicht sehr ins Gewicht. Für die Leute, die anfangen, sind das vielleicht auch noch schöne Möglichkeiten, da noch ein bisschen einen Zusatz Sparvolumen zu erwirtschaften, indem man sich immer mal wieder fragt, brauche ich das jetzt? Denkt an Dani Schild. Und überlegt euch, ist das jetzt wirklich nötig? Macht mich das jetzt wirklich glücklich oder ist das sinnvoll, vielleicht darauf zu verzichten und zu sagen, das packe ich noch in meinen Sparstrom, um mir später vielleicht einfach nochmal was viel Schöneres davon kaufen zu können? Luis lachte. Ich möchte noch eine kleine Sache ergänzen. Ich denke, es ist manchmal auch so eine Entscheidung. Ich spare für jetzt, damit es mir auch gut geht und dass ich eine Sicherheit habe und auch für später, dass ich auch später eine Sicherheit habe und ein gutes Leben habe. Das ist auch so, wie sich zu entscheiden, ich möchte ein freundlicher Mensch sein, ich möchte ein höflicher Mensch sein oder ich möchte Schimpfworte benutzen oder nein, ich möchte keine Schimpfworte benutzen. Ich meine, wir entscheiden uns an so vielen Stellen ja für ganz viele Dinge und ich denke, das ist auch so eine Grundentscheidung. Ich möchte auch später und jetzt ein ruhiges, einigermaßen sicheres und zufriedenes Leben haben und finanziell eben auch eine gewisse Absicherung haben. Luis. Ich musste gerade so lachen, weil ich an die Uli Steinmaus denken muss, hier mit dem Schild dagegen. Ne? Kann man sich ja auch immer ins Gedächtnis rufen. Ja. Wie auch immer. Wie auch ja. Immer. Ich wollte aber noch, ich glaube, wir nähern uns ja dem Ende und ich wollte unbedingt noch einen Veranstaltungshinweis loswerden, weil das Thema können wir natürlich gerne vertiefen, sogar persönlich, unmittelbar, auf der Invest am 5. und 6. April in den Messehallen in Stuttgart. Und wenn ich mich nicht täusche, sind wir nämlich alle vier vor Ort, du auch, Vincent? Nee, ich nicht, nee? Nein. Ah, du nicht. Okay, gut. Also Dani ist auf jeden Fall da, Eva ist da, ich bin auch da. Wir sind um oder in der Blogger-Lounge zu finden und wer mit uns das Gespräch suchen möchte, sehr gerne. Und ich glaube, auf unseren Seiten gibt es eine Anleitung, wie man sparen kann, nämlich den Eintrittspreis. Da gibt es Freitickets. Genau. Ne? Also, genau. Sowohl bei Dani, bei mir auch, bei Vincent und Eva weiß ich nicht. Aber wir nehmen dann eure Freitickets. Ja, genau. Also ich hatte es auf Insta gesagt, aber ihr braucht einfach in den Aktionscode Geldfrau einzugeben und schon seid ihr drin. Ja, sehr, sehr cool. Seht ihr, dann bekommt ihr jetzt sogar noch richtige, echte Spartipps. Wirklich immer einen Besuch wert. Ich war die letzten beiden Jahre da. Also natürlich habt ihr auch schon vorher richtig, echte Spartipps bekommen, aber hier jetzt nochmal einen, der euch sofort auch nochmal hier Cash spart. Und es ist immer wirklich sehr, sehr spannend. Man trifft ganz viele Leute in echt. Lars Bobbel und Natascha Wegelin sind häufig auch da. Kolja Barkhorn war auch da in den letzten Jahren. Und Versicherung mit Kopf war da. Also wirklich verschiedenste spannende Blogger, noch eine ganze Reihe mehr. Das macht also wirklich Spaß, da zu sein. Und ja, ich werde mir auch große Mühe geben, vor Ort zu sein. Vincent, gibt es noch was, was du abschließend zum Thema Sparen noch gerne loswerden wollen würdest? Eben hatte ich was, aber die Invest hat mich aus dem Konzept gebracht. Ja, das ging auf Danis Sache, wollte ich da irgendwie eingehen, aber ich habe es jetzt echt im Kopf verschmissen gerade. Tut mir leid. Nee, ansonsten, Kapitalgipfel steht an, da bin ich dann zum Beispiel jetzt am, wann war das? 21. März? 22. Freitag. Genau. Ja, einen Tag später sehe ich mal bei Luis rein im Vorortseminar zu den Rides. Ja, richtig.
Ja, genau. Also wenn wir schon mal dabei sind, ich mache am 23. und 24. Wochenende nach dem Kapitalgipfel ein ETF-Seminar hier in Hamburg. Gibt noch ein paar Plätze, also wer noch zuschlagen möchte. Nur für Frauen allerdings, exklusiv Ladies ran. Wir reden über Grundlagen und danach könnt ihr sofort anfangen, erstens eure Finanzen zu sortieren, da geht es auch um Sparsachen, aber strukturiert die Finanzen auf die neuen Füße zu stellen und dann in ETFs zu investieren. Super, super spannend. Ich würde auch sagen, beim nächsten, in 8 Wochen treffen wir uns ja hier wieder und da gucken wir uns einfach auch nochmal an, wenn ihr gespart habt. Das hat jeder gesagt, es bringt nichts, wenn ihr einfach nur Gelder spart und sie in der Ecke stapelt, sondern wir wollen eine goldene Gans bauen. Das heißt, wir brauchen irgendein System, um aus dem Gesparten goldene Eier zu generieren. Und wir können uns ja mal beim nächsten Finanztalk darüber unterhalten, welche goldenen Gänse man baut oder mit welchen Kontensystemen. Vincent hat auch schon gesagt, er hat verschiedene Konten auf dir verteilt, ob es vielleicht auch noch andere Konten als die Sparkonten gibt. Ihr habt vorhin vom Notgroschen gesprochen. Das können wir auch nochmal anschauen, damit ihr auch wisst, wie ihr aus diesem Geld dann auch mehr Geld macht, weil darum geht es ja letzten Endes. Okay, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei allen, die jetzt auch live mit dabei waren. Bedanke mich natürlich vor allem bei euch dreien, dass ihr hier auch euer Wissen und eure Zeit uns geschenkt habt, um uns daran teilhaben zu lassen oder auch die Zuschauer daran teilhaben zu lassen, wie ihr das Thema Sparen angeht. Und wünsche euch allen einen wundervollen Abend. Mhm. Gleichfalls. Und Annette, wenn sie zuschaut, noch einen schönen Urlaub. Ja. Bis dann. Adios. Adios. Ciao.